Hallo liebe Zuschauer, hier geht es zu einem neuen Video mit der Reihe Envelope Punchboard. Wir machen heute Video 7. Ich habe für euch drei Projekte, die habe ich noch nicht fertig, deswegen habe ich jetzt nichts zu zeigen, aber wir machen die gleich gemeinsam. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen und jetzt starten wir los. Los geht's mit dem ersten Projekt. Wir machen eine Pinwheel Box oder Windrad Verpackung, Schachtel. Dafür habe ich mir hier einiges parat gelegt. Das meiste seht ihr erst ein bisschen später. Wir fangen erstmal an mit dem Envelope Punchboard oder mit dem Falz- und Stanzbrett für Briefumschläge. Ich nehme mal dieses Papier. Man kann Cardstock nehmen oder Designerpapier. Ich finde es ganz schön, wenn es doppelseitig ist, weil jetzt bei diesem Projekt wird man beide Seiten sehen. Also sucht euch was Schönes aus, was auf beiden Seiten Muster hat, das euch gefällt. So, wir arbeiten heute mit Inch. Das Papier hat die Größe 6x6 Inch. Ich habe hier meinen Speckzettel, wodurch ich mir dann alles so mit notiere. Und wir falzen und stanzen zuerst bei 2¼ Inch. Das kann man hier oben sehen. Inch ist oben, Zentimeter ist unten. Stanzen und falzen. Und danach zu 3¼. Stanzen, falzen. Dann gehe ich weiter. Hier kann man die Falzlinien relativ schlecht erkennen. Ich überlege aber gerade. Wie war das? Ich will sie ja quadratisch haben. An allen Seiten 2¼ und 3¼. Tja, dann müsste es eigentlich stimmen. Aber eigentlich ist die Falzlinie nicht da. Moment, habe ich einen Fehler gemacht? 3, ja. 2¼, 3¼. Schon komisch. Na gut, wir bleiben mal hier mit der. Ich falze mal hier mit der Linie. Schiebe weiter zur nächsten und die sind wirklich für mich fast gar nicht auf diesem Muster zu entdecken. Dann muss ich mir jetzt das jetzt mal einmal schon falten. So, dann geht's weiter. Da sind wir dann wieder bei 2¼ und 3¼. Ja. Und auf der Seite nochmal an den Falzlinien anlegen. Ja, da kann ich schon bisschen besser jetzt erkennen. Ja. So, dann haben wir dieses Muster. So wie ich das jetzt sehe, ist es ein wenig rechteckig. Ja, wobei ich das eigentlich quadratisch wollte. Ich habe die Maße von einer YouTuberin. Vielleicht waren die nicht ganz korrekt, aber wir probieren es jetzt trotzdem mal aus mit der Box. Und schauen einfach mal weiter. So. Jetzt überlege ich gerade. Ob ich zuerst einschneide? Nein, ich glaube. Ich glaube, ich falze weiter erstmal. Und zwar ist das das große Falzbrett. Das geht aber auch mit dem Schneidebrett. Ich habe mir hier oben schon einen Markierer reingemacht. Und zwar bei 5/8. Und wir falzen immer nur bis zur Mitte. Ich gehe jetzt also hier an diese Markernase bei 5/8. Und da sehe ich schon, das sind die falschen Maße. Das klappt nicht. Normalerweise sollte ich hier ankommen. Nervig.
So, und dann weiter und immer die obere Klappe falzen. Das ist nämlich das, was wir dann bei der Box umklappen wollen. Allerdings, wie ihr gerade seht, es funktioniert einfach nicht. Das finde ich jetzt auch ziemlich doof. Vielleicht war es das falsche Maß. Ich habe es mir genau aufgeschrieben. Schauen wir einfach mal. Ihr seht, es kann immer irgendwas schief gehen. Okay, ich schneide das jetzt erstmal ein. Die Klebelasche. Dazu kann ich mir egal welche Seiten aussuchen. Hauptsache sie liegen voneinander gegenüber. So, das wäre dieser. Jetzt muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert immer noch nicht wirklich. Falzbein, ich mache die mal wieder raus. Wie ärgerlich. Ich will ein Video machen und das Ganze funktioniert nicht. Okay, sehr schlecht. Gut, dann probiere ich es mit einer weiter vorne. Nein, komme ich auch nicht raus. Dann probiere ich mit der, wo ich genau hier rauskomme. Offensichtlich 3/8 und nicht 5/8. Lasst uns das jetzt gemeinsam irgendwie hinbekommen. So. Okay. Jetzt kann ich meine kleinen überstehenden Flaps umknicken und alle anderen verziehen wir natürlich auch und nachziehen. Dafür ist das Falzbein vom Falzbrett gut geeignet auch oder eben das, was ihr sonst auch immer benutzt. Okay. So, was wir dann haben, ist das. Wir machen jetzt hier auf die Seiten Kleber. Und da bin ich mal gespannt, obwohl die Box nicht quadratisch ist, ob es funktioniert. Sollte es nicht funktionieren, muss ich es nochmal bei einem anderen Video ausprobieren, da uns sonst einfach die Zeit davon läuft. Ich nehme jetzt Freeflex, damit es einfach ein bisschen flotter geht und ich klebe Kante auf Kante. Oh, und ich bin schon wieder aus der Kameraperspektive raus. So, ich klebe einfach wirklich Kante auf Kante und verschließe jetzt meine kleine Box. Mir schwant Schreckliches. Da diese Box nicht quadratisch ist, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Okay. Jedenfalls stellen wir uns vor, diese wäre jetzt quadratisch. Wie gesagt, klappt das nicht und wahrscheinlich schließt das nicht richtig, zeige ich euch nochmal in einem nächsten Video. Die Box ist selbst schließend, das heißt wir fangen im Uhrzeigersinn an. Moment mal, für euch ist das so rum. Und ich fange jetzt an auf 6 Uhr. Ach nein, das sieht ja doof aus. Wir machen es gegen den Uhrzeigersinn. So. Genau, so rum gehört es. So und so, wobei diese jetzt hier untergesteckt würde. Aber das funktioniert nicht. Also, was ihr dann eben habt, ist, wie hier zu sehen ist, dieser Pinwheel-Effekt. Dieser Effekt, dass es dann aussieht wie ein Windrädchen. Tja, leider. Klappt das nicht? Ich habe mir entweder das falsche Maß aufgeschrieben oder sie hat das falsche Maß gesagt, wie auch immer, da die Box nicht genau quadratisch ist. Ja, leider fail.
Bei einem der nächsten Videos zeige ich euch nochmal die Pinwheel-Box, wie sie dann richtig aussieht, wenn ich sie quadratisch gemacht habe. Und zeige euch nochmal die Maße, wo man es wirklich anlegen muss. Also, es tut mir leid, aber auch beim Basteln kann jederzeit was richtig daneben gehen. So, was ich mir jetzt aber noch überlegt habe, wenn die Box jetzt hübsch im, ja, im Windrädchen wäre, dann würde ich tatsächlich hier noch ein Schleifchen aufkleben und eine Art Tag. Da habe ich jetzt hier diesen Anhänger genommen, nein, nicht diesen Anhänger, diese Stanze, so rum. Ja, manche nehmen das als Wölkchen oder eben für die Sprüche. Und ich habe mir überlegt, dass ich den unteren Teil wegschneide und oben loche. Das ist mein Fall, mein Loch auf oben. Dann nehme ich mal den feinen. Ich kann euch leider die Masse von diesem nicht sagen. Ich weiß nur, ah ja, wahrscheinlich 2 mm oder sowas. Der macht ein ganz kleines Loch da rein. Den Spruch habe ich aus dem Stempelset Kreativkiste. Das ist dieser hier. Dann gehe ich nochmal mit einem Schwämmchen entlang und inke mir den Rand ein klein wenig. So. Dann passt es nämlich auch hier zu dem Cremeton. Dafür habe ich jetzt mir ausgesucht Savanne Stempelkissen und mein Schwämmchen, das ich dann immer mit Savanne verwende, und wollte dann da den Tag und das Schleifchen draufkleben. Ja, wie gesagt, ich zeige euch das ein anderes Mal, wenn es geklappt hat, mit der quadratischen Box. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Und zwar haben wir noch 2 Projekte. Wir machen jetzt als erstes eine Dreiecksverpackung, also ein Schächtelchen, das ein Dreieck wird. Dazu habe ich wieder ein 6x6 Inch Papier. Und auch da sind wir jetzt wieder mit Inchmaßen dabei. Wir stanzen und falzen die erste Seite bei 1/4 Inch. Entschuldigung für das Ruckeln, immer hier, wenn man so hart stanzt. Die nächste Seite bei 2 1/4. So, dann wieder 1 1/4. Machen wir es da. Und dann wieder 2 1/4. So. Wir wenden das Papier und wiederholen das und stanzen. Und zwar muss ich jetzt mal nach den Linien sehen. Hier ist eine Linie. Oh, das sieht man so schlecht. Ich muss gerade ganz schnell knicken, dass ich die besser sehen kann. So, jetzt sieht man es schon ein bisschen besser. So, und überall da, wo ich die Linie gezogen habe, muss ich jetzt noch stanzen. Also, ich sehe nämlich hier meine Falzlinien, kann die auch hier anlegen. Ja, diesen Ausstanz an der Kante. Und falze mir hier noch diese, die ich noch nicht habe. Kann man hier sehr gut daran sehen. Seht ihr das? Ich glaube schon, ne? Ach, nicht wirklich. Ich komme gleich mal näher. Hier ist die Rille. Und wenn ich das hier hinlege, geht das Papier so mit der Rille mit. Und daran kann ich sehen, auch hier wieder, hier ist meine Rille. Ich schiebe das so hin, dass es hier mit der Rille mitläuft. Und dann weiß ich, genau, ich bin angekommen. So, die Ecken, die ich jetzt hier rausbekommen habe, muss ich jetzt auf meiner Seite noch nachfalzen. Das heißt, auch da lege ich wieder hier an meiner Falzlinie die Ecke an. Und rums die Wumms.
falls ich die, ich mache zuerst jetzt die kleinen. So, und dann mache ich noch die großen. Es ist irgendwie so ein bisschen viel hin und her, aber ich habe mir das jetzt noch nicht so angeschaut, dass ich sagen könnte, okay, so und so kann man das besser machen. So, wir sind zumindest damit jetzt angelangt und wir runden unsere Ecken ab. Der Eckenabrunder hier vom Envelope Punch Board ist super schön, weil man die Ecke wirklich einfach nur reinschieben braucht und dann macht er das ganz toll. So, jetzt falte ich das nochmal alles richtig nach, dass die Falzlinien auch schön, ja, so gut sichtbar sind und sich gut falten. Okay, wir haben hier ein breites Dreieck und hier haben wir ein schmales Dreieck. An den breiten Seiten schneiden wir hier ein, um unsere Klebelaschen zu machen. Und zwar die Falzlinien bis zu der darauffolgenden Falz. Und das an den gegenüberliegenden breiten Seiten. Wenn ich jetzt meine Schachtel zusammenfalten will, sind diese ein bisschen lang. Ich kann es auch zu lang lassen. Das sind jetzt dann unsere Klebelaschen hier, die. Aber die werden relativ lang. Somit kann ich die jetzt auch, wenn ich es möchte, nochmal ein bisschen kürzen. Einfach nur Raum genug lassen für den Kleber meiner Wahl. Das ist also eine Schönheitsmaßnahme. Nichts weiter. So, jetzt bringe ich hier meinen Kleber auf und ich entscheide mich mal wieder für den Fast Fuse bzw. Flink Fix. Ob nun fast oder flink, ist glaube ich egal. Hauptsache es geht flott. Okay, ich klebe Kante auf Kante. So, die anderen beiden Seiten auch noch. Das geht ganz flott. So, jetzt kommen drei dieser Flügelchen nach innen. Da kann man auch ein bisschen Kleber drauf machen, wenn man möchte. Ist nicht so wahnsinnig nötig. Ich mache es zwar nicht, aber macht es, wenn ihr möchtet. So. Ja, jetzt habe ich eben diese drei drinnen. So, jetzt gehe ich mir hier an die Seite und versuche die hier leicht einzuknicken. Somit entsteht hier unser Dreieck. Das soll ja eine Dreieckspackung werden. Ich versuche den Knick möglichst mittig zu machen, damit ich hier die beiden Ecken, hier die beiden Ecken relativ schön aufeinander, na, wo sieht man es so? So, ja. Also aufeinander biegen kann. Und die letzte Lasche, die jetzt eben nicht mit reingekommen ist, wird unser Verschluss. Ja, so ihr seht, dreieckig. So. Das kann man natürlich auch in verschiedenen Größen machen. Mein Verschluss wird spannend. Also, ich habe mich entschlossen für einen Bread-Verschluss. Also, Bread ist so eine Klammer, eine Zierklammer. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ich mir die hinsetze. Vielleicht so an die Stelle. So, das heißt, ich mache mir hier. Ich komme ja gar nicht weiter. Gut, ich mache mir hier mittig ein Loch rein. Da kommt nämlich meine Klammer rein. Und das mache ich jetzt mit der kleinsten Handstanze, die ich habe. Diese anderthalb oder so 2 mm. Ganz, ganz kleines Loch. Holen wir mal einen Flock mit Klammer raus. Tja, wird schnell gehen sollen. Ne? So, und ich suche mir jetzt aus, ich glaube diese. Die sind halt wirklich wie so Klammern, hinten geöffnet und ja. Ich mache die jetzt hier rein.
Und dann zeige ich euch das gleich im fertigen Zustand. Hinten braucht man nur die beiden Flügelchen auseinanderbiegen oder wie auch immer man es sehen möchte. Und man hat dann hier so einen schicken Projekt drin. Klammer. So, ich merke gerade, oder ich habe gerade überlegt, ich darf die gar nicht so fest machen. So, hier in meinem Verschluss mache ich mir jetzt ein Loch. Genau da, wo die Klammer ist. Das ist ein bisschen sehr friemelig, aber ich hoffe, ich treffe. Genau, ich sehe gerade, da ist ein Loch drin. Da kann ich also ziemlich genau die Klammer in das Loch machen und müsste dann automatisch ganz gut treffen. Jetzt ist es aber überhaupt nicht mittig. Ist die Klammer nicht mittig? Eigentlich schon. Ach, es ist hier nicht richtig geknickt. So, nochmal. Ich hoffe, es klappt. So, jetzt ist das Loch. Und hier ist meine Klammer. Und ich kann jetzt die Klappe hoffentlich da ein bisschen rein. Ich muss die Klammer ein klein wenig lösen. Und dann kann ich mir das da runterhaken. Unter dieser Klammer. So. Das heißt, ich muss ein wenig Platz lassen beim Auseinanderbiegen. Damit ich hier das noch runterhaken kann. Und somit. Tatsächlich funktioniert es. Viel geredet und nichts gezeigt. Entschuldigung, es war sehr frimmelig gerade für mich. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ihr seht im Hintergrund dieses Loch. So, ich mache es jetzt nochmal raus. Also in der Klappe ist das Loch. Hier ist die Klammer, die hat so ein bisschen Raum, ganz wenig. Ja. Und ich kann jetzt hier die Klappe runternehmen. Über die Klammerstreife und dann wieder ein bisschen nach oben ziehen. Und dann hat man quasi das so eingerastet, eingezuppelt. Und so hält meine Dreiecksverpackung jetzt und sieht durch die Klammer auch noch ganz hübsch aus. Ich kann das jetzt noch weiter verzieren, wenn ich das möchte. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen, weil ich euch ja vor allem die Verpackung zeigen wollte. Yay, unser erstes, die geklappt hat heute. Super. So, ich schaffe mir ein bisschen Platz für den nächsten. Wo haben wir die? Da. So, und zwar wird das... Ah ja, genau. Das wird eine gebogene. Ich überlege mal gerade, welches Papier ich nehme. Ich glaube, ich nehme das. So, das wird eine gebogene verpacken. Natürlich mit dem Einzelpatchboard. Die Größe auch, die ist 6x6. Ja, ich muss nur gerade ab und zu mal auf meinen Zettel spicken. Deswegen bin ich da ein bisschen sprachlos. Das seht ihr mir nach. So, es geht los. Also 6x6. Wir legen an. Ich muss gerade ganz kurz schauen, nicht, dass ich irgendwas total... verfehle. Bei 1,5 Inch, das ist hier, stanzen und falzen, drehen das Ganze, drehen, gehen, Moment mal, ich muss mal gerade gucken, gehen zu 3 Inch und stanzen. Falzen, drehen und gehen zu 1,5 Inch, stanzen und falzen und auf der letzten Seite sind wir wieder bei 3 Inch, stanzen und falzen. So, was wir jetzt haben, ist so etwas. Sieht ein bisschen lustig aus. Jetzt überlege ich, ob ich das hier noch... Ich glaube, ich muss es gar nicht weiter machen. So, aber die Ecken abrunden.
reinschneiden, tue ich hier an diesen langen Seiten. Da habe ich meine Klebelasche. So. Und was wir dann haben, ist das. Bevor wir jetzt weitermachen und das Ganze zusammenkleben, möchte ich das noch ein klein bisschen wellen, schon mal vorab, damit sich die Box gleich von alleine ein bisschen wellt, kurvt. Dann möchte ich das jetzt einfach ein bisschen hier über mein Falzbein ziehen. Und ihr seht das, ihr bekommt dann so eine Kurve. Das mache ich mit dem Kleinen hier auch. Das soll sich auch nach oben legen. So. Und mit diesem. So. Jetzt falze ich das nach. So, wird sich schon. Habe ich hier meine Klebelasche, auf die mache ich Kleber. Ich vergesse manchmal diesen Fix abzuwechseln, also die Richtung ein bisschen abzuwechseln. Dann bleibt nämlich das Band, wo der Kleber sich drauf befindet, immer schön mittig auf der Walze. So, ich klebe jetzt die Schachtel zusammen. So. So, und das Ganze fängt sich jetzt schon durch das Vorwellen an, so ein bisschen zu legen. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen weiter drüber gehen. Und das noch ein bisschen weiter zu wellen. So. Diese Box kann man verschließen. Entweder indem man ein Schleifenband drumherum wickelt. Ich in meinem Fall werde sie jetzt verschließen. Und das ist trotzdem immer noch relativ locker, ja, also hier dieser Verschluss, Moment, ich muss jetzt mal nach innen stecken, so. Es ist trotzdem relativ locker, wie so eine kleine Postbox in Amerika, ja, Briefkasten, wo die Post reinkommt. Also das ist relativ leicht nur geschlossen, das schließt sich nicht total. So, jetzt schaue ich gerade, ich habe hier Magneten, die werde ich verwenden. Wenn ich in meiner Arbeitstasche einen Lugatz habe. Das sind jetzt ganz toll, Frau hat keinen Lugatz hier. Gibt's doch gar nicht. Na gut, dann verwende ich zum ersten Mal Abreißklebeband auf meinen Magneten. So. Warum? Warum nicht? Auch das bedeckt die Magneten und es funktioniert auch. So, ich bringe meinen einen Magneten hier auf der Innenlasche an, mittig. So, sieht man das? Ja. Dann klicke ich meinen anderen Magneten drauf. Die finden sich ja immer zu zweit. Ja. Da mache ich jetzt das wieder Abreißklebeband drauf. Glücklicherweise ist das 6 mm breit und die Magneten ein wenig größer. Also das klappt ganz gut. So, jetzt ziehe ich mir das ab und ihr seht da diese Schicht mit dem Kleber. Und jetzt stecke ich mir die Box so, wie ich die haben möchte, damit ich auch den Magneten an der Stelle anbringe, wo ich ihn haben möchte, nämlich hier. Ja, nochmal, hat noch nicht geklebt. So, jetzt versuche ich mal
dass der klickt. Komm schon. Die Magneten sind stärker als der Kleber. Okay, dann muss ich mir den abnehmen. Hinterhin tun. Das ist ungefähr die Mitte, ja. So, ich habe ihn mir jetzt einfach darauf geklebt und drücke ihn fest wie Hulle, beziehungsweise ich gehe nochmal innen mit dem Falzbein einfach über den Magneten, drücke den richtig fest und dann verschließt sich das Schätzchen von alleine. Wichtig sind die Seitenflügel immer noch wirklich einklappen. So, dann verschließt sich die Klappe hier von alleine. Und es wird dann eben so eine gebogene Schachtel, wie so eine, ein bisschen wie so eine Briefkasten in den USA. Mit den Magneten finde ich das ganz schön. Es kann man auch auf YouTube noch mit einer anderen, mit der Schleifenband sehen. Und das Ganze könnte ich jetzt noch, und bisher weiß ich noch nicht so genau, ein bisschen verschönern, vielleicht noch mit einer Schleife. So, sieht man nicht wirklich schön. So, mit einer Schleife drauf oder mit ein paar Blümchen, die ich hier habe. Vielleicht ist das mit dem Schleifchen die netteste Idee. Das machen wir mal. Und da mir der Glue Dot fehlt, auch hier nehme ich einfach mal das Abreißklebeband. Tragisch ohne Glue Dot. Ich weiß gar nicht, wo die hingekommen sind. Na gut. Abreißklebeband tut es auch. Ist zwar nicht so schön wie Glue Dot, aber naja, auch das hält. Heute der Katastrophentag. Okay. So, jetzt haben wir hier das Schleifchen. Ich mache mir das jetzt noch ein bisschen weiter runter. Und setze mir das hier auf meine Schließe drauf und kürze mir noch die Bändchen. So, da haben wir es. Die kleine Schachtel mit dem Magnetverschluss. Jetzt hält er auch gut, der Magnetverschluss, nachdem ich es richtig angedrückt habe. Ja, das waren die Projekte für heute. Die zwei haben supi funktioniert. Bei dem tüftle ich noch und zeige ich euch dann das Endergebnis und sage euch dann dazu die Maße zum Anlegen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ja, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Peggy.